Hallo Leute, willkommen zurück bei Gothic. Buonasera, la patiata luta. Wir haben durch die Sinneskraft und durch die Erleuchtung des Schläfers die bösen fremden Krautmixer gefunden und werden jetzt durch die rechte Hand Gottes, in Klammern Schläfers, diese Rechen zur Rechenschaft ziehen. Diese Lausbuben, diese Schlitzbuben, diese Latoya. Ich habe diesen Quest noch nie gemacht. Ich weiß halt nicht, was passieren würde, wie die NPCs heißen. Na, haben wir uns verlaufen? Korkalom weiß von eurem kleinen Unternehmen. Chico. Was? Warum bist du hier? Um euch umzubringen. Sollen wir die warnen oder sollen wir die umbringen? Ich glaube, die bringen mich nämlich erst um. Erstmal das. Ich will wissen, was dir diese Information wert ist. Ach, so ist das. Gut. Eine Hand wäscht die andere. Hier, das ist alles Erz, was ich bei mir habe. Wir müssen weg. Und du verschwindest hier auch besser. Was haben die für Waffen? Auch eine Keule. Oh, was hat der? Auch eine Keule und einen Bogen. Wisst ihr was? Wir versuchen es. Mein PC ist schnell genug, dass wir die Ladezeiten hier schnell überbrücken können. Wir versuchen, sie zu töten. Denn der Schläfer vergibt nicht so leicht. Und das wisst ihr auch. Und jeder, der den Schläfer jemals kennengelernt hat, weiß es. Der Schläfer vergisst nicht und wird seinen Zorn über jede Person walten lassen, die ihm nicht gehorcht. Na? Korkalo. Was? Ja. Um der Sache hier ein Ende zu bereiten. Jungs, kommt doch mal kurz her. Okay, das wird nicht gut enden. Wir sind zu schwach in der Defense. Feigling, komm zurück! Small. Ja, verschwinde. Kurz nachdenken lassen, ja. Wir werden sie nacheinander. Ah, jetzt hätte ich einen Bogen gebrauchen können, um die ein bisschen rauszupullen. Da ist einer. Komm. Ja. Einer kommt. Perfekt. Perfekt. Und wir wollen sie auch umbringen. Ich will die nicht nur küssen. Ach, 80 Erz, alles klar. So, da haben wir den ersten. Und zwei Heiltränke. Kann ich den umbringen? Ich will den umbringen. Ich brauche dafür eine Stichwaffe, glaube ich. Ohne Witz. Ja. So. Das ist zwar nicht die feine englische Art, aber wir sind ein Anhänger des Schläfers. Wir müssen Gerechtigkeit walten lassen. Sonst wird der Schläfer uns eines Tages bestrafen. Oh, wir haben eine neue Waffe, sehe ich gerade. Oh Gott. Auch Heilung. Ah. Zack. Man muss ein bisschen geschickter vorgehen bei Gothic. Ich bin ja sowieso ein klassischer Rollenspieler, der immer seine Feinde einzeln irgendwie haben will. Jetzt! Komm her! Arschloch. Und du auch. Ja! Alle erwischt. Ich bin traumhaft. So. Pfeil. Feldbogen. Einen neuen Bogen haben wir auch, obwohl ich gar keinen Bogen besitze. Und was ist das? Drei Dinger, was ist das? Dietriche. Oh Gott, bin ich blind. der hat auch noch einiges bei sich. Das wird dir noch leid tun. Ach, die wollen wegrennen. Nee, das will ich auch nicht. Also so viel Zeit muss sein. Mein Gott, es nervt. Ich will. Ohne Witz geht das mit dem Scheiß nicht. Sind wir hier im Kindergarten oder so? Ich immer dieses scheiß Schwert ausrüsten, wenn ich jemanden umbringen will. Na dann. Alter, bleib liegen. Du auch. Ne, ich will die wirklich umbringen, weil sowas duldet der Schäfer nicht. Ganz einfach. Hoffentlich sind die im neuen Lager dann nicht sauer auf mich. Oh ja, dieses Geräusch.
Oh ja, ich bin so teuflisch. Aber der Schläfer hat es mir aufgetragen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ein Trank. Ein Alchemietisch. So, die sind alle tot. Die Waffen werden mir auch jede Menge Geld bringen. Ein Feldbogen haben wir auch. Dafür brauche ich 4 gefickte Schilde. Gefickligkeit-Punkte, ja. Du mich auch. Tschechgeist. Echt nice. Boah, habe ich schon viele Erze. Es zahlt sich aus, alles zu sammeln, vermute ich. Naja. Jetzt machen wir wieder einen großen Bogen um die, ach so, gehässigen Varane, die mich mit ihrem hinterhältigen Angriff töten wollen. Das Krautmonopol. Ich habe die geheime Subkraut gefunden. Jacko und zwei Bandenstellen. Hier, Krautstängel her. Ja, ich habe beide umgebracht. Alle drei umgebracht. Und Jack, 1, 2. Jacko ist auch nicht mehr am Leben. Der alte Michael Jackson verschnitt. Und jetzt müssen wir noch andere Quests erledigen. Zum Beispiel den Lurker erledigen. Ihr wisst, wen ich meine. Den Dammlurker, der mir schon einige Peinlichkeiten hier eingebracht hat. Und Lefty. Aber vor dem mache ich erstmal einen Bogen. Schaut auf meine Energie. Und dafür will ich jetzt nicht Heiltränke verschwenden. Aber wenn es soweit ist, mache ich Lefty platt. Aber die sind auch stark. Das muss ich euch sagen. Das wird noch schwerer als vorhin, die Typen. Das schaffe ich auch, glaube ich, nicht. Weil der Reislord, glaube ich, greift mich auch noch an. Seinem Richtstab. Obwohl, der ist eigentlich noch einer der wenigsten starken von denen. Söldner, Jarvis. Jarvis. Yeah. Und da ist Homer. Nein. Homer. Und wir müssen jetzt diesen Lurker killen. Damit wir endlich ein für alle Mal seine Bedrohung erlischen. Und dazu gehen wir erstmal hier in diesem Bett hausieren. Schlafen natürlich wie immer bis zum nächsten Morgen, da ich es hasse, Gothic in der Nacht zu zocken. Also, wenn in der Gothic-Welt Nacht ist, umgekehrt, Unsinn. Ja, und wir sehen aus wie ein Schüler des Schläfers und wir müssen jetzt diesen Lurker umbringen. Ich hoffe, er wird mir nicht allzu viele Probleme bereiten, aber ich habe trotzdem großen Respekt vor ihm, weil ich weiß, was er kann und wozu er fähig ist. Gott sei mit mir. Also, immer wenn ich jetzt Gott sage, meine ich den Schläfer. Schläfer sei mit mir. Erwache. Oh, das wird schwer. Ja. Ach, ich bin so gut. Ich bin so endgut. Und die Klaue als Questbeweis. Ein Questgegenstand nennt man so etwas auch. Ohne sie würde mir Homer nicht glauben, dass ich dieses Vieh ein für alle Mal gerippt habe. Und ich hatte Glück ab. Hätte es mich getroffen, es hätte mir jede Menge gezogen. Also, das mal außer Frage. Ich hatte jetzt irgendwie Glück. Irgendwie sah es auch leicht buggy aus, wie er da manchmal runtergeflogen ist. Aber das kann ja nicht mein Problem sein und das soll auch nicht mein Problem sein und das ist auch nicht mein Problem. So. Oh, wir haben ja sogar eine eigene Hütte, fällt mir gerade wieder ein. Chucky wurde ja durch unsere Hand vertrieben. Ja, gehen wir zu Homer und geben unseren Quest ab. Habe ich hier noch mehr Quests? Wasserträger für Lefty wäre da zum Beispiel ein weiterer Quest. Gomez haben wir das. Ach, da haben wir schon wieder diese Quests erledigt. Das ist ja atemberaubend. Dann können wir schon wieder ins Sumpflager zurück. Ich find's super. Super. Homer. So, Homer. Ich hab das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Alles klar. So, und neue Lager, da müssen wir nichts tun. Ich glaube auch nicht, dass wir da irgendwelche Quests kriegen. Wer ist das denn? Ich habe mich gerade schon irgendwie erschrocken, ne? Ach so, die rennen zur Arbeit. Oh Gott, komm bloß nicht zu spät, sonst kriegst du einen drauf. Da ist Lefty. Ich kann es mal versuchen, aber wirklich, das wird nicht funktionieren. Oder soll ich ihm erst als Templer gegenübertreten? Ich bin mir nicht sicher, weil der schießt auch mit dem Bogen. Nee, die sind zu stark. Das machen wir ein andermal. Wir müssen eh nochmal ins neue Lager. Natürlich müssen wir nochmal ins neue Lager. Quest bedingt. Ja, wir haben den Lurker besiegt. Wir haben... Das ist jetzt der Hauptquest-Fokus für die Gurus. Das haben wir geschafft.
haben wir noch nicht. Das ist der Quest aus der alten Mine vorhin. Dann muss ich töte ich Aaron einfach oder so, keine Ahnung. Damit der weggeht, weil ich hasse halt, wenn da ein ungelöster Quest steht. Wir können jetzt ganz kurz auf die Sache. Oh, fast wieder. Oh, 20 Lernpunkte. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir den Einhänder perfekt ausbilden will, aber das lohnt sich nicht, finde ich. Ich würde lieber auf den Zweihänder sparen, den ich später sowieso lernen werde. Ich spare ein paar Lernpunkte, denn im Moment kommen wir ja noch, wie ihr vielleicht seht, sehr gut klar so mit der jetzigen Stärkesituation. Ich weiß nicht, wie es bei, ich meine, der Kapitelname hat euch schon verraten, das Nest der Minecrawler, wie es bei den Minecrawlern in der Mine sein wird. Das weiß ich nicht. Das müssen wir auch ausprobieren, aber meine Stärke zeigt schon mal große Positive. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich euch den langwierigen Weg zum Sumpflager jetzt noch zeigen soll oder nicht. Mal eben auf die Uhr schauen. Jetzt habe ich ungefähr 10 Minuten aufgenommen. Ich zeige es euch nicht. Ich werde jetzt schneiden und wir sehen uns vorm Sumpflager wieder. Ich hoffe, ihr seid damit. Wenn irgendwas passiert, werde ich euch wieder einschalten quasi, okay? Dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ungefähr 10 Sekunden vergangen. Mir ist gerade was eingefallen. Dieser Aidan ist ja ganz alleine hier und er kann uns lehren, Tiere auszuschlachten und so. Und im Grunde genommen ist er uns überhaupt nicht mehr von Nutzen. Also mir persönlich nicht. Und deshalb kann man einfach in der Welt von Gothic ist es halt etwas unfair und vielleicht kann man das auch Cheaten nennen, aber ich nenne es einfach Realismus. Wir machen einfach so. Oh Gott. Ja, wir machen einfach so. So, wir haben ihn jetzt umgehauen. So, was tun wir? Wir sammeln seine Sachen auf. Wir sammeln alles ein, was er besitzt. Ja. Wir sammeln uns die Sachen auf. Wir öffnen seine Truhe. Wir plündern seine Truhe. Was hat er noch hier? Nichts. Und wir hauen wieder ab. Es du ist wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Und ich habe genug Zeit, das zu bereuen. Wir sind jetzt, das war jetzt nicht die feine englische Art, aber der Schläfer ist ein böser Gott. Denke ich. Und ja gut, die Gurus sind ja auch bekloppt im Kopf und sie hätten meine Tat gut geheißen. Also, hier ihn würde ich eigentlich lieber nichts antun, oder? Was machst du hier draußen? Wenn ich mag Kavalon eigentlich. Ich jage vor allem Scavenger. Ich weiß, das klingt psycho, wenn ich sage, ich mag hier einen NPC, aber das ist so. Ne, dem tun wir nichts. Das wäre auch zu viel Beute und den würden wir wahrscheinlich auch gar nicht schaffen. Jetzt habe ich nämlich jede Menge Beute. Mit Erlaubnis, ich werde jetzt eben ins alte Lager, oder? Ich gehe direkt ins Sumpflager durch. Wir sehen uns dann gleich am Sumpflager. So, da bin ich wieder. Ich bin auf dem Weg zum Sumpflager noch eben übers alte Lager gelaufen, um meinen Plunder loszuwerden, den ich mir alles ersackt habe. Und zwar bei Fisk, er hatte schon über 1000 Erz im Angebot. Ja, seht ihr schon gerade, ich habe alle Waffen außer diesen schönen Bogen hier verkauft. Dann habe ich, ja hier habe ich nichts, weiterhin verkauft Nahrung, alles verkauft und das Fleisch. Wie ihr seht, habe ich doch bei Hermanelik in Extremo, da ist eine Pfanne, da habe ich es abgebraten, konnte noch ein paar Minuten dieser illustren Musik lauschen. Ja, hier halt alles noch verkauft. Oh, eine Pfeife, keine Ahnung, wo ich die habe. 2300 Erzbrocken, dabei müssen wir noch 500 abrechnen, die wir jetzt gleich an Korkolom geben müssen. Was heißt gleich, die wir ja im weiteren Verlauf des Spiels an Korkolom geben müssen, denn ich werde jetzt diesen Part beenden. Und dann können wir direkt hier, ist ein guter Schnitt, dann können wir das nächste Mal direkt die Quest abgeben und diesen Quest einleiten, den Hauptquest quasi. Ja, so ist das. Ja, dann ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Gothic als ein dunkler Vollstrecker des Schläfers. Hasta luego.